Moin Leute, was geht? Elotrix, ach nee, falscher Channel. Moin Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Sully. Heute mal mit einem neuen Video von mir mit, wer hätte das gedacht, einem Motorrad. Ja, wir stehen hier nicht so aus Langeweile in der freien Natur. Ich habe euch hier was Schönes mitgebracht. Das steht hinter mir. Wir lassen es erstmal auf uns wirken. Und dann seht ihr, was heute auf uns zukommt. Und zwar, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Ja, wir bobbern heute durch die Gegend. Ich muss dazu sagen, ist die Maschine von meinem Dad, die habe ich ihm geschenkt. Kurze Vorgeschichte, wie es dazu kam. Oh, ich wollte ihm eine Shopper schenken. 125er, was Kleines, was Süßes, was einmal für einen Kirchturm reicht. Da habe ich ihm eine Kymco 125 gekauft. Das Ding war scheiße. Ich habe die für 500 gekauft. Ich glaube für 700 verkauft. Dann habe ich von den 700 eine Yamaha Virago 125 gekauft. Die hat 600 gekostet. Habe ich sehr günstig geschossen. War aber noch einiges dran zu machen. Und da war ich dann so, Bauchschmerzen. Also habe ich die Yamaha, ich glaube, für 1200 verkauft. Was sehr, sehr gut war. Und dann kam mir dieses Angebot zugeflattert. Und zwar ist das eine Keyway Light. Ich weiß nicht, also wie das Licht, glaube ich, heißt die. 125. Und zwar, ja, Baujahr 2022, 23, also 23, die hat noch Garantie. Hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube oder meine, 600 Kilometer gelaufen. Ja, und dann dachte ich mir, gut, da machst du jetzt nicht viel verkehrt. Und der Preis war das gleiche wie die Virago. Also habe ich plus minus null, Pi mal Daumen habe ich die Maschine für 600 Euro bekommen. Keyway sagt mir so gar nichts. Soll ein Honda Lizenzbau sein. Ja, kann sie halten wie ein Dachdecker. Ja, süßer 125er Motor. Ja, was soll ich euch sagen? Wir haben hier noch einen oldschool Kickstarter. Ja, ansonsten ein bisschen leblose Verkabelung. Ich meine, für den Preis erwarte ich jetzt auch nicht den Hightech-Schnickschnack. So, was ich aber dazu sagen muss, meiner Meinung nach, wir haben extrem geile Felgen auf dem Motorrad. Ja, das sind Alufelgen und zwar nicht so, wie man es kennt, so Speichenfelgen oder halt irgendwie sowas anderes. Sondern, also ich finde die schon, wuchtig. Ist echt cool. Vorne so auf Gullideckel angelehnt, finde ich ganz chillig. Fahrwerk kann ich gleich vorweg sagen, das Ding ist bretthart. Und knallt dir auf jeden Fall die Wirbelsäule einmal zurecht. Aber gut, das habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Hier natürlich eine Werkzeugtasche, so wie sie es gehört. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange, steigen wir rauf und fahren los. Guck mal hier sogar mit richtig schöner blauer Tachobeleuchtung. Finde ich echt sexy, muss ich sagen. Wir haben jetzt 794 Kilometer gefahren. Also noch gar nichts. Wir haben E-Starter. Wir haben eine Ganganzeige. Wir haben ein komplett matt-schwarzes Fahrzeug, was ich an sich echt cool finde. Was man jetzt dazu sagen muss, und das ist ein bisschen tricky, also erstmal, Digga, ich roll, hallo. Erstmal, man muss sich dran gewöhnen, die Blinker sind auf Harley-Style angelehnt. Also das ist links und das ist rechts. Ne? Ist mehr was anderes. Und das auszumachen, musst du nochmal drücken. So. Ansonsten haben wir hier einmal einen Kill-Switch, der schwarz ist, warum auch immer nicht rot. Ja. Fernlicht, Abblendlicht, Standard an, Hupe, geht. Und wir haben hier solide, haltet euch fest, wie gesagt, es war ein Geschenk und es sollte nur für einmal um den Kirchturm reichen. Wir haben hier unfassbare, schmackhafte 11 PS. Also keine 11 kW für eine 125er mit 15 PS, wir haben 11 PS. Ich glaube, das sind 8 oder 9 kW, ist auch egal. Das Fahrzeug tut, was es soll, und zwar fahren. Und das zuverlässiger als die Virago zum Beispiel oder der andere Haufen. Und da würde ich sagen, wir drehen mal hier. Oh ne, ich habe es abgesoffen. Ach du Scheiße. Nee, komm, wir müssen das anders machen. Wir sind ja hier auf Oldschool-Basis angelehnt. Wir nehmen den Kickstarter, ne, wie echte Männer. Jetzt mach dich bitte nicht zum Affen. Ach du Scheiße. Ha! Mache und kein Lacher. Ja, soundtechnisch. Ja, kann man machen.
So, ersten Gang rein. Jetzt aber ein bisschen mehr Gas geben. Ich habe die Kupplung noch nicht so ganz raus. Oh, wir rollen. Geil. Zweiten. Dritten. Oh, aber Sound. Sound brüllt dich schon an. Der schreit. Das ist ein Jaguar. Ich kriege den vierten nicht rein. So, jetzt. Der meckert dich an. Eine wilde Katze. Au, Digga, hier ist Rollsplit. Ach du Scheiße, was haben wir denn hier gemacht? Oh, Digga. Oh, schön, dass da hinten das Schild mit Rollsplit kommt. Digga, hier ist überall welche. Es kommt früh. Danke dafür. Danke für den Hinweis, Jungs. Soundtechnisch ist die ganz schön laut, muss ich sagen. Also für eine 125er. Ist schon cool. Ich muss sagen, soundtechnisch macht die richtig viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Also, feier ich hart. Macht richtig Bock. Die schreit um ihr Leben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich es cool finde. Einfach ein bisschen rumcruisen, ne? Also es ist halt eher so auf Moped-Style, ne? So, also die Semi-Fahrer, was auch immer, die fahren auch nicht schnell. 60, 70, schön entspannt hier rumtuckern, das ist es. Das ist the way to go. Das ist geil. Die röhrt halt so laut und da kommt halt nicht wirklich viel Leistung. Aber wie gesagt, also das mit dem vierten, da will er nicht so ganz. Ich habe natürlich auch die geilste Strecke rausgesucht überhaupt. Die ist katastrophal. Also es wird durch den Stabilisator von der GoPro nicht so rüberkommen. Aber hier ist richtig Halligalli auf der Straße. Alter, ist das eine Piste. Junge. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Also wie gesagt, ich kann jetzt kein Fazit zu dem Fahrzeug sagen. Motorentechnisch, wie gesagt, es soll ein Honda-Lizenzbau sein. Ob es nun wirklich so ist und ob sie sich so viel Mühe geben wie bei einer Honda, das weiß ich nicht. Ich kann euch da kein Langzeit-Fazit zu geben. Aber was ich euch sagen kann, eine Sache gibt es, die stört mich enorm bei dem Fahrzeug, und zwar, du bist jetzt im letzten Gang. Also ich bin jetzt im fünften. Und du weißt halt nicht, ob du schon im fünften bist, außer anhand der Drehzahl. So, dann guckst du jetzt und denkst, okay, versuchst du nochmal hochzuschalten. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Er hat keine Sperre beim Hochschalten. Alter, diese Straße. Der hat keine Sperre beim Hochschalten. Sondern wenn ich jetzt die Kupplung ziehe, ist es, als wenn ich nochmal einen Gang einlegen kann. Und noch einen und noch einen und noch einen. Das ist halt unendlich. Also hier, zack, zack, zack. Also der ist halt nicht abgeriegelt. Alter. Ich kriege hier richtig Trauma mit der Straße. Alter, ist das eine Hubbelpiste. Also bei 11 PS, da brauchen wir jetzt keinen Rennsemmel erwarten. Das ist halt einfach so. Aber es macht Spaß. Und das ist die Hauptsache. Es muss Spaß machen. Und ich muss sagen, das, was die mit der Leistung, was sie mit der Leistung schwächelt, das macht sie mit dem Sound wieder gut. Also der klingt wirklich beim Fahren, wenn du da drauf sitzt, das klingt richtig lustig, ne? Also das ist schon cool, das ist schon mega. Ja, und das ist the way to go, guckt euch an. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen wie bei, wie heißt die Sendung? Wie heißt diese Serie? Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Sons of Anarchy. Hier neben mir und rechts neben mir und nur ich auf der Route 66. Und das ist the way to go. Guckt euch das an, wie meine Füße sind, Junge. Ich röhre hier rum. Das ist geil. Das ist geil. Aber wie gesagt, die Blinker ist halt das... da musste ich halt dran gewöhnen. Ne? Also dieses Harley-Ding hier mit links, rechts, bam, bam, 1,80 Meter aus dem Stand. Das ist halt wild. Das ist halt richtig wild. Oh, 94, 97, 99, na komm, 100, Jawolski. Ja, also er hält die 100 aber auch konstant, da ist keine Chance mehr, gar nichts. Digga, wer ist er denn? Geil, Mann. Das ist doch das, was wir alle wollen. Bisschen rumbiken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da und ein Abo. Falls ich euch ein bisschen helfen konnte und euch einen Einblick geben konnte über dieses Moped. Weil ich glaube, auf YouTube gibt es da gar nicht so viel zu. Wie gesagt, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und da würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.